das ganze Schreibedaten ohne die 2. Und jetzt wird geschrieben der Inhalt der Listbox 3. Und hier müssen wir natürlich auch nur diesen Bereich hier abändern, indem wir write line und dann Listbox 3.items. Item und ein i draus machen. So, weil wir haben ja nicht nur eine Zeile, sondern wir haben ja eben ja unter Umständen mehrere Zeilen von Quellverzeichnissen, die dann eben alle nacheinander in die entsprechende Datei geschrieben werden sollen. Also dem i als Integer. So, und dann for i gleich 0 to listbox 3.items.count minus 1 und dann next i. So, das sind aber das Schreibedaten normal, geht immer noch ins Zielverzeichnis, das ist natürlich falsch, das muss ins Scanverzeichnis. So, haben wir jetzt das Scan-Verzeichnis auch und hier hinten haben wir false, das ist richtig, es wird also unterschrieben, überschrieben. So, in der Theorie müsste das jetzt so schon funktionieren. In der Praxis kann das allerdings dann noch nicht ganz funktionieren, denn wir haben ja jetzt nur die Funktionen, also die Verzeichnispfade reinzuschreiben, wir haben aber noch nicht spezifiziert, wann denn genau diese Funktion ausgeführt werden soll. Müssten wir uns jetzt ein bisschen Gedanken zu machen, ob wir hier zum einen einen Button einfügen, also einen Button für die Quellverzeichnisse, einen Button für die Zielverzeichnisse, oder ob wir sagen, es gibt nur einen Button für beide, wobei das Zielverzeichnis eventuell nicht so oft spezifiziert wird wie die Quellverzeichnisse, oder ob wir sagen, wir nehmen überhaupt keinen Button und speichern automatisch, sobald der Benutzer die Tab-Seite 2 verlässt. Ja, also in dem Moment, wo er einen Klick auf die Tab-Seite 1 macht, wird automatisch gespeichert. Halte ich für sehr elegant. Könnte allerdings den Benutzer irritieren, weil der doch in der Regel irgendeinen Button zum Abspeichern, sage ich jetzt mal, erwartet. Ja, und er weiß dann nicht, wenn ich jetzt die Seite jetzt hier verlasse, hat das denn jetzt gespeichert oder hat das nicht gespeichert? Was ist, wenn das Programm abstürzt? Ist es dann gespeichert worden? Insofern hat der Benutzer meiner Meinung nach doch immer recht gerne einen Speicherbutton. Also ist die Frage bleibt, ein Button oder zwei Button. Ich gehe mit zwei Buttons, denke ich mir mal. Kopiere ich mir den, einfügen und nochmal einfügen. Der kommt da unten hin. Dann schieben wir den Löschen-Button, schieben wir da oben hin. Und daraus machen wir ein Speichern. So, und dann haben wir hier auch nochmal Auswahl und Speichern. So, das ist das Quellverzeichnis. Das heißt, wenn der Benutzer hier drauf klickt, dann muss Schreibedaten ausgeführt werden. Und wenn er hier drauf klickt, dann muss Schreibedaten 2 ausgeführt werden. So, nochmal ein letzter Blick auf die Verzeichnisse. Ziel Scan. Ziel Scan. Okay, jetzt müsste es in der Praxis auch funktionieren. So, hier sind noch die alten Verzeichnisse. Die nehme ich natürlich jetzt weg. Das kann man gar nicht entfernen, aber das ist ja eh nur ein Textverzeichnis. Also klicken wir mal auf Auswahl und nehmen wir einfach mal C. Ne, jetzt müssen wir natürlich ein richtiges Verzeichnis nehmen, damit wir sehen, dass das Problem vom Beginn auch gelöst wird. So, lokale Einstellungen, Anwendungsdaten, Mozilla, Firefox, Profile, Cache, da ist er. Ups, jetzt ist der erste noch da, löschen wir den ersten auch. So, noch was hinzufügen. Jetzt nehmen wir aber noch ein Dummy-Verzeichnis hinzu. Nehmen wir mal ctemp und als letztes nehmen wir noch itemp. So,
Und als Zielverzeichnis nehmen wir Item 2. Haben wir auch drauf. So, wenn ich das jetzt speichere, dann merken wir vordergründig nichts. Speichere ich das hier auch, merken wir immer noch nichts. Aber wenn wir jetzt in den Total Commander gehen oder in den Dateimanager, dann sehen wir hier, dass das Zielverzeichnis und das Scan-Verzeichnis, also die zwei DAT-Dateien, die sind auf jeden Fall in meinem Ordner, der, sage ich jetzt mal, chronografisch geordnet ist. Also die aktuellste Datei steht oben. Die zwei stehen auf jeden Fall schon mal ganz weit oben. Die sind also gerade, sage ich jetzt mal, erstellt worden bzw. manipuliert worden. Zielverzeichnis, schauen wir mal rein. Ja, die Datei kann man leider nicht sehen, wie die Datei heißt. Ist egal. Item 2 ist aber das Zielverzeichnis. So, und jetzt nochmal das Scan-Verzeichnis. So, sieht die Datei so aus. Ja, ist also auch alles drin. Das hat also funktioniert. So, und jetzt der letzte Aspekt. Und gehe ich jetzt hier mit meinem Total Commander ins Item-Verzeichnis. Also da sollen die Dateien am Ende dann drin landen. Hier habe ich mein Cache-Verzeichnis. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht zu große Dateien in den anderen von mir spezifizierten Verzeichnissen liegen habe, denn sonst dauert der Scan-Vorgang ein bisschen länger. Aber ich habe jetzt nur noch einen Button, das war das Problem von Beginn. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann soll er zum einen scannen, beziehungsweise die Verzeichnisse auflisten. Und dann hier soll hier der Balken anfangen zu laufen, indem er eben die hier gelisteten Dateien anfängt abzuscannen. Ich bin gespannt. So, hat er eben seine vier Dateien gefunden. Wunderbar, die Testdatei, die hatte ich selbst noch reingelegt, weil ich nicht wusste, ob ich, sage ich jetzt mal, wirklich irgendwelche Flash-Dateien gerade in meinem Cache drin habe. Und hier sind sie dann gelandet. Funktioniert also alles wunderbar.